2017 überraschte Honda mit einer kleinen Elektro-Konzeptstudie, die für viel Begeisterung sorgte. Das war der Honda Urban EV Concept. Und der wurde 2019 dann umgesetzt in das Serienfahrzeug und dann auf der IAA in Frankfurt erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt, nämlich der Honda e, so wie er hier steht. Und das ist doch meiner Meinung nach schon recht lange her und Zeit, dass hier der kleine Elektroflitzer auch bei Ubi Tested dem Alltagstest entgegenfährt. Und das wollen wir heute gemeinsam tun. Ich nehme euch mit auf meine immer gleiche Verbrauchsrunde und zwar immer 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 130 bei Elektrofahrzeugen, 10% Stadtverkehr. Immer die gleiche Runde, immer der gleiche Fahrer und natürlich auch eine Vergleichbarkeit für euch da draußen bei anderen Elektrofahrzeugen, die wir hier schon auf dem Kanal hatten. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam jetzt diese Fahrt bestreiten und ich euch während der Fahrt dann natürlich alle wichtigen Details zu diesem kleinen Retro-Elektroflitzer von Honda erzählen darf, wie die Platzverhältnisse sind, wie er sich fährt, was für ein Antriebskonzept also genau hierunter steckt, bedeutet welche Batterie, wie schnell lädt er denn und wie fährt er sich vor allem auch. Und natürlich am Ende wollen wir herausfinden, was verbraucht er unter Alltagsbedingungen, wie ist die Reichweite unter Alltagsbedingungen und vor allem, was kostet er, sowie was ist meine persönliche Meinung. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls nicht schon getan, und dem Ganzen hier ein Like gebt, vor allem aber eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, sodass wir am Ende des Videos auch über den Honda e diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video mit mir, dem Ubi, und dem kleinen blauen Elektroflitzer aus Japan. Unsere Testfahrt startet bei herbstlichen Witterungsverhältnissen. Es regnet aktuell, gelegentlich ein bisschen stürmische Winde draußen. Aktuell sind noch die Straßen trocken. Also eben nicht die perfektesten Bedingungen für ein Elektroauto, aber genau deshalb machen wir diesen echten Alltagstest aus der Praxis heraus mit dem Honda e. Wenn wir uns von außen anschauen, dann fällt sofort auf dieses Retro-Design, dieses knuffige mit diesen runden LED-Scheinwerfern an der Front und am Heck ebenfalls diese runden Rückleuchten aus LED-Technik. Das zeigt auch im Prinzip, dieses Auto schaut fast von vorne wie von hinten identisch aus und auch durch diese kurzen Überhänge an Front und Heck wirkt das Auto sehr, sehr knuffig und sehr, sehr klein. Es ist auch sehr kompakt mit einer Außenlänge von 3,89 Meter, einer Bauraumbreite von 1,75 Meter inklusive Außenspiegel. Ja, Außenspiegel hat das Fahrzeug, aber eben nicht klassische mit einem Glasspiegel, sondern hier eben über Kameras umgesetzt. Deswegen haben wir nur so kleine Satelliten hier an der Seite dran. Ich finde, das schaut optisch ganz erfrischend und modern aus an diesem Retro-Design. Sorgt natürlich auch für weitere Kompaktheit vom Fahrzeug. Die Höhe des Honda e ist mit 1,51 Meter auch nicht sonderlich hoch, aber durchaus ausreichend, wenn es dann um die Platzverhältnisse geht. Schauen wir zunächst einmal in den Kofferraum hinein. Da zeigt sich, dass der Honda e eben ein Kleinwagen ist für die Stadt. Wir haben 171 Liter Stauraumvolumen hier im Standardbereich. Es gibt keinen doppelten Laderaumboden, denn hier braucht die Antriebstechnik respektive die Batterie auch ein bisschen Platz. Einen Frunk gibt es übrigens nicht, denn
Unter der Vorderhaube sitzt der Elektromotor, der aber die Hinterräder antreibt. Also auch mal wieder interessant zu sehen, dass wir hier ein anderes Konzept haben als bei anderen Fahrzeugen, wenn schon der Motor vorne ist, dass dann die Antriebsachse hinten sitzt. Finde ich sehr interessant und sorgt dann auch, dazu kommen wir später, für ein besonderes Fahrverhalten. Zunächst einmal, wenn wir den Kofferraum dann erweitern wollen, gibt es eine einteilig umlegbare Rücksitzbank und dann haben wir einen fast ebenen Laderaum und dann können wir maximal 861 Liter Stauraumvolumen nutzen. Das ist ganz ordentlich, es gibt aber leider kein Trennnetz, also hier müsst ihr ein bisschen aufpassen bei der Ladungssicherung. Auf der Rücksitzbank dann kommt ein erster Aha-Effekt zum Tragen, denn wenn ich mit meinen 1,78 hinter meinem imaginären Ich sitze, dann sind die Platzverhältnisse durchaus echt gut. Selbst größere Personen können hier sogar Platz nehmen. Offiziell können auf dieser durchgängigen Bank 3 Personen sitzen, wobei der mittlere Sitz echt schmal ist. Also für Kurzstrecken sicherlich geeignet, für Langstrecken ist das Fahrzeug ja so oder so nicht gedacht. Kopffreiheit gibt es noch genügend und vor allem auch Bewegungsfreiheit mit den Armen ist vorhanden im Fond, denn die Türtafeln sind sehr schmal ausgeführt und somit wirkt der Innenraum auch allgemein sehr luftig, was sich auch in den vorderen Bereichen weiter fortsetzt, denn vorne sitzt es sich hinter einem 2-Speichen-Lenkrad äußerst angenehm. Wir haben keinen Mitteltunnel. Dadurch wirkt das Ganze eben sehr aufgeräumt. Eine sehr, sehr schmale Mittelkonsole hier mit dem Bediensatellit für das Eingang-Reduktionsgetriebe und den Wählschalter für den One-Pedal-Drive, den wir hier aktivieren können, sowie die Parkbremse und der Fahrmodi-Schalter, zu dem wir dann auch gleich noch kommen werden. Werfen wir einen Blick hier über den Instrumentensatz, muss man schon fast sagen, sehen wir bis zu 5 Displays. Ja, 5 Displays, man glaubt es gar nicht. Die 2 äußeren sind die Displays für die Außenspiegel, die auch permanent aktiv sein müssen und auch sind. Die Außenspiegel, ja, wirken gut, haben eine gute Auflösung. Allerdings gerade bei Nacht oder bei Regen ist natürlich dann diese Darstellung etwas eingeschränkt in ihrer Funktionsweise, was ich nicht unbedingt mag. Wir haben übrigens noch ein 6. kleines Display, das man aber am Anfang gar nicht so sieht. Das ist nämlich der Innenraumspiegel. Der Innenraumspiegel kann normal genutzt werden oder aber, wenn man dann tatsächlich umschaltet, als Kamerasystem. Muss man mögen, ganz klar. Ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen Kamerasystemen, weil ich dann finde, die Übersichtlichkeit bzw. die Orientierung, wie man das Fahrzeug dann einparkt oder rückwärts bewegt, ist ja eine Gewöhnungssache. Mir taugt es nicht so unbedingt. Wenn wir dann den Armaturenträger genauer anschauen, da sind dann 3 Displays miteinander über die fast komplette Breite verteilt oder zusammengefügt. Wir haben einmal das Kombi-Instrument, welches sich über das Multifunktionslenkrad perfekt bedienen lässt und auch hier eine hohe Anzeigevielfalt uns bietet. Wir können hier echt alles Mögliche abrufen, von Audioinformationen über Bordcomputerinformationen bis hin zu fahrrelevanten Assistenzsystemen, die wir hier zuschalten oder deaktivieren können. Dann haben wir 2 Hauptdisplays hier in der Mittelkonsole sitzen, die dann zum einen für den Fahrer sind und für den Beifahrer. Wir können auch beide Displays gleichzeitig nutzen und wir können sogar sehr schön hin und her switchen, dass wir uns das rechte Display rüberholen und das linke nach rechts holen. Und wir haben jeder, der Fahrer als auch der Beifahrer, die Möglichkeit, sich hier Favoriten- oder Direktwahltasten für den Monitor oder für dieses Bild, für diesen Bildschirm herzuholen und auch zu bedienen. Die sind individuell anpassbar, so wie wir das kennen. Die Konnektivität wird übrigens mit Apple CarPlay wireless sogar umgesetzt. Bei Android Auto braucht ihr dann ein USB-Kabel. Das USB-Kabel kann unterhalb des manuellen Klimabedienteils für die Klimaautomatik, was ich sehr schätze, genutzt werden. Darunter befinden sich mehrere Anschlüsse gleichzeitig, nämlich wir haben eine 230 Volt Steckdose hier unten angebracht, einen 12 Volt Lader und 2 USB-Anschlüsse und einen HDMI-Eingang. Jetzt stellt man sich die Frage, was mache ich mit dem HDMI-Eingang? Okay, da könnt ihr sogar ganz verrückte Sachen machen, wie etwa eine Spielekonsole anschließen, um dann vielleicht die Zeit während der Ladepause zu überbrücken.
Beim Antrieb geht Honda einen sehr eigenwilligen Weg, denn der Motor sitzt vorne an der Vorderachse unter der Motorhaube, die wir hier haben, und an der Hinterachse wird die Kraft dann auf die Straße übertragen. Also wir haben einen Hinterradantrieb, aber keinen Heckantrieb. Und das ist durchaus komisch, denn normalerweise bauen die meisten den Motor vorne ein und treiben dann auch diese Achse an. Oder aber BMW, Motor hinten, Antrieb hinten, zum Beispiel beim i3. Hier hat man eben so einen Mix gefunden, was daran liegt, dass man eben die Gewichtsverteilung etwas besser machen wollte, obwohl der Honda e, und das muss man gleich voraussagen, eine echte Wuchtbrumme ist. Mit 1595 Kilo ist der schon deutlich schwerer als etwa ein BMW i3 und auch noch schwerer als ein Fiat 500. Also auch hier zeigt er, na, da hat man vielleicht nicht ideal alles umgesetzt vom E-Auto, aber dennoch, am Ende zählt ja das, was auf die Straße gebracht wird. Und hier haben wir eben einen Elektromotor, einen permanent erregten Synchronmotor, der hier 154 PS bzw. 113 kW maximal leistet und ein Drehmoment von 310 Newtonmeter auf die Hinterachse stemmt. In 8,3 Sekunden geht es dann aus dem Stand auf Tempo 100. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt im Übrigen bei elektronisch begrenzten 145 Stundenkilometern, was für ein städtisches Elektrofahrzeug, was der Honda e sein möchte, durchaus ausreichend ist. Es geht zwar nicht so dynamisch nach vorne, aber durchaus dynamisch um Kurven, was daran liegt, dass der Schwerpunkt durch die Batterie eben sehr schön nach unten verlagert wurde. Wir haben ein sehr kompaktes Fahrzeug, was sich sehr schön dirigieren lässt, mit einer metallfreudigen Lenkung, die mir nur einen Tick zu leichtgängig ist. Wir haben auch einen guten Kompromiss beim Fahrwerk gefunden hier zwischen Komfort und Sportlichkeit, angenehme Straffheit, auch für die benötigte Dynamik und eben ausreichend Komfort in der Stadt bei auch durchaus mal schlechten Straßenverhältnissen. Das hat Honda hier sehr gut umgesetzt. Auch die Geräuschkapselung hier ist durchaus gut. Man hört eher die Abrollgeräusche als Windgeräusche. Auch das wurde somit wirklich sehr sauber abgestimmt von den Ingenieuren hier. Was zum E-Antrieb noch zu sagen wäre und auch sehr wichtig ist, man hat mehrere Rekuperationsstufen, die wir über die Schaltpedal einstellen können. Das sind insgesamt vier an der Zahl. Und wir haben die Möglichkeit, auch hier über den Bediensatelliten in der Mittelkonsole ein One-Pedal-Drive zu aktivieren. Und das One-Pedal-Drive funktioniert auch echt richtig gut. Bis zum Stillstand wird hier rekuperiert. Und dann wird der Wagen auch selbst bei Steigungen und Gefällen festgehalten von der Elektronik, wenn man denn da steht. Dazu braucht es dann auch nicht mal die hier vorhandene Auto-Hold-Funktion zu aktivieren. Kommen wir zum Thema Laden. Und auch hier geht Honda einen interessanten Weg, muss man klar sagen. Das Fahrzeug ist nicht dafür konzeptioniert, der schnellste am Lader zu sein, sondern man möchte hier eher schauen, dass die Batterie einen hohen Lebenszeitraum besitzt. Was bedeutet das? Wir haben eine 35,5 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie beim Honda e verbaut. Von der dürfen wir aber nur 28,5 Kilowattstunden nutzen. Das ist schon ein sehr, sehr großer Puffer, den man hier eingebaut hat oder elektronisch gesetzt hat von Honda. Warum macht man das? Ganz einfach, um eben den Alterungsprozess hier für den Kunden nicht merkbar zu machen. Bedeutet, durch diese Puffer nutzt man dann immer, wenn die Batterie degradiert, dann gibt man den Puffer immer mehr frei und somit bleibt die Reichweite, die man hier angibt mit über 200 Kilometern laut WLTP, immer konstant und immer kalkulierbar für den Kunden. Am Heimlader lädt der Wagen leider nur einphasig. 6 Kilowattstunden sind hier abrufbar, beziehungsweise 6,6 kW. Das ist nicht viel, aber dadurch, dass wir eben nur 28,5 Kilowattstunden in den Akku reindrücken können,
ist auch die Ladezeit damit durchaus übersichtlich. Rund 4,5 Stunden hängt er dann eben an der heimischen Wallbox. Muss es man unterwegs dann tatsächlich mal schnell laden, gibt es ja die Möglichkeit via CCS das an einem Schnelllader zu tun. Dazu braucht ihr aber keine 150 oder 300 kW Säule. Nein, es reicht ein 50 kW Lader, denn der Wagen kann maximal laut Honda mit 56 kW laden. In der Praxis konnte ich jetzt mehr als 47,7 kW im Peak nicht abrufen. Die Ladezeit am Schnelllader ist dann ungefähr von 5% auf 80% bei rund 40 Minuten. Also auch hier Honda wieder mit einem eigenen Weg unterwegs. Und jetzt fahre ich auf dem Wege hier zum Fazit und gebe euch noch meine Meinung zum Honda e-Preis. Was ein echt cooles Elektroauto, dieser Honda e. Müssen wir aber differenziert betrachten. Denn erstens, was das Design angeht, habe ich mich in den Kleinen hier echt verliebt. Er fährt sich auch richtig gut, schön zackig und dynamisch mit dem Elektroantrieb, den wir hier haben. Die 150 PS sind völlig ausreichend. Die Elektrospielereien mit den Displays, das ist so ein bisschen Modernität in diesem Retro-Design. Das hat schon was. Auch diese Nachhaltigkeit mit dem Holz und den schönen Stoffen im Innenraum. Das ist wirklich sehr fein gemacht. Auch die Materialien sind sehr hochwertig. Und da würde ich mal sagen, das erinnert so ein bisschen an den BMW i3, der hier auch so ein Konzept schlägt, wobei man da eben stark in die Modernität hineingeht. Hier kombiniert man das Ganze eben sehr schön mit Retro-Elementen. Die Größe ist auch sehr, sehr gut. Gerade so für innerstädtische Fahrten macht der Honda e da eine richtig gute Figur. Ich bin nicht ganz überzeugt von diesen Kameraaußenspiegeln, die sind halt untertags ganz okay. Sobald es regnet, ist es nicht so schön und sobald es dunkel wird, wird das Ganze auch etwas grisselig. Da würde ich mir dann doch einen normalen Spiegel lieber wünschen. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist natürlich, welche Reichweite können wir denn mit diesem hier überhaupt erreichen? In unserem Fall ist es so, 17,6 Kilowattstunden ist unser Testverbrauch, 17,8 Kilowattstunden ist der angegebene WLTP-Verbrauch, haben wir also ganz genau getroffen. Die Reichweite liegt dann hier bei 160 Kilometern nach dem Testverbrauch und dem zur Verfügung stehenden Akku. In meinen Augen ein echt gutes Auto, wenn da nicht dieser Preis wäre. 39.900 Euro ruft Honda auf für den Honda e Advanced. Es gibt ja nur noch den großen Motor. Mit ein bisschen Ausstattung, so wie er dann dasteht, liegen wir ungefähr bei 42.000 Euro. Und das ist schon sehr viel. Wir können aktuell 2022 noch den vollen Betrag von 9.570 Euro abziehen. Nächstes Jahr wird es dann deutlich reduziert werden. Ob es dann einen Rabatt gibt für den Honda e, weiß ich leider nicht. In meinen Augen ein echt gutes Auto, das aber eben leider aufgrund der Eigenständigkeit, eigene Plattform, eigene Karosserie eben auch seinen Preis hier hat. Mir persönlich gefällt er gut. Ich könnte mir echt gut für den Alltag vorstellen, auch weil die Platzverhältnisse für mich persönlich sogar ausreichen, selbst wenn ich zwei Kindersitze drinnen habe. Aber jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zum Honda e sagt, denkt oder wie eure Erfahrungen sind, wenn ihr einen habt. Würde ich mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst auf alle Fälle nicht den Daumen nach oben und ein Abo für diesen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.